Ciao, Freunde Unger. Schlau oder reich? Oder reich oder schlau? Ich wollte schlau oder reich sagen, aber der böse Boss wollte reich oder schlau. Er will reich sein, nicht schlau. Aber das Thema ist offen. Wir als Händler, wir als Trader, manchmal denken mehr an schlau zu sein, statt reich zu werden. Es war für mich dasselbe. Sie können meine Geschichte oder wie ich angefangen habe in dem E-Book Erfolgreich traden, so geht's, lesen. Das ist hier eben bei der Trading Benchmeister Seite frei, downloaden, sagt man das, downloaden, runterzuladen. Und dort können Sie alles lesen, gratis. Also es ist interessant, wenn Sie neugierig sind, wie ich angefangen habe. Zurück zu schlau oder reich. Was bedeutet das? Wenn man die YouTube-Kanäle oder generell Webseiten über Trading besucht, findet man oft Artikel oder Videos, die über die Mode vom Moment reden. Bitcoin, Gold, Optionen, Tesla, Uber, alle anderen Sachen noch. Und meine Frage ist, wie viele sind reich geworden von der Mode vom Moment? Es scheint manchmal, dass die Händler mehr Interesse haben, im Spiel zu sein, statt Geld zu verdienen. Was bedeutet das nochmal? Die suchen, was am Moment aktuell ist und nicht, was wirklich funktioniert. Im Kanal, hier im Trading Weltmeister Kanal, Sie können abonnieren, bitte abonnieren Sie, dann wissen Sie sofort, wenn etwas Neues gibt und mindestens erreiche ich eine Zahl, wie die anderen die Kanäle haben und die gar keine Ahnung haben, das ist nicht wahr, aber okay, die haben keine Ahnung, einige haben schon Ahnung, Lars zum Beispiel, Lars Eriksen, ich muss nicht ihn reklamisieren, er hat so viele Abonnenten, aber er ist wirklich Topklasse, also gut, aber trotzdem bin ich besser. Schluss, aber im Kanal finden Sie mehrere Videos mit echt funktionierenden Tipps, Geld zu verdienen. Aber diese Tipps interessieren manchmal die Leute gar nicht. Die Leute haben nicht Lust, das zu untersuchen. Auch wenn es gibt immer ein bisschen Arbeit dahinter. Ich meine, ich gebe dir einen Tipp, aber du musst es prüfen und du musst daran arbeiten. Es ist nicht alles so umsonst. Man muss daran immer arbeiten. Es gibt nichts gratis in dieser Welt. Aber diese Tipps, die machen die Leute nicht. Warum? Weil ich zum Beispiel erkläre, wie man Geld verdienen kann, wenn man schläft. Oder wie man im Urlaub Geld verdienen kann. Oder diese Sachen, die finden Sie, die Titel in den Videos. Dann werden Sie schon wissen, um was es geht. Aber warum nicht? Weil es nicht um Bitcoin geht. Weil es nicht um Gold geht. Die Leute denken, dass sie mit der Mode vom Moment mehr Geld verdienen. Wenn sie in Bitcoin investieren, dann, ich bin schlau. Ich bin geil. Ich bin in Bitcoin. Ja, Bitcoin. Ich bin ein großer Händler. Ich bin schon für Wall Street geeignet. Wenn Sie in Copper Long einsteigen, bedeutet das nicht. Copper ist der englische Name, ist nicht interessant. Es ist nicht geil, wie man sagen kann. Boris ist geil, das war so ein Lied. Und die Leute suchen, was, so dass, wenn sie über das reden, auch die anderen verstehen, um was es geht. Und wenn ich jemandem erzähle, dass ich ein Händler bin, dass ich vom Trading lebe, dann fragt er sofort, oh, wo soll ich investieren? Ist Gold gut am Moment? Wenn ich in China war, das erste Mal in China, das war im 2011, Dezember, glaube ich, 2011, da war ich in China und ich habe eine ganze Stunde über Trading-Systeme gesprochen, Trading-Systeme erklärt, gezeigt und habe auch die Unterschiede zwischen Trend-Following, Counter-Trend so erklärt, aber mit Beispielen, okay? Dann kam ein alter Mann und hat mir eine Frage gestellt. Nun, was wäre besser, US-Dollar oder Gold?
Ich könnte weinen. Ich habe es nicht getan, weil es nicht so nett war. Aber eine ganze Stunde über Systeme erklären, wie die funktionieren, warum sie funktionieren und wie man die nutzen kann. Und dann kommt einer und er fragt, ob er in Gold oder US-Dollar investieren soll. Warum? Weil in China in dem Moment, aber auch hier, jetzt, heute, waren US-Dollar und Gold interessant. Bitcoin war noch nicht so lebhaftig, ist später geworden. Aber das waren die Themen, wie heute Tesla, Uber. Wenn ich ein Video drehe über Tesla, dann habe ich sicher 500 Klicks sofort. Wenn ich ein Video drehe, wie sie 500 Euro am Tag verdienen können, wenn es nicht im Titel steht, dann klicken sie das nicht. Also, schlau heißt klug, so intelligent sein und in dem richtigen Modus zu sein oder reich. Wobei reich, wenn Sie mich kennen, ich bin kein Angeber. Ich meine, ich stelle niemals reich zusammen mit Trading. Ich handle, damit ich Geld verdiene, damit ich gutes Geld verdiene und ich habe wohl gut verdient in meinem Leben, aber es ist mein Hobby. Ich meine, ich liebe Trading. Ich habe das niemals nur für Geld getan. Geld muss kommen, das ist meine Arbeit. Ich kann nicht sitzen und spielen. Dann kommt meine Frau und sagt, so, wo ist das Geld für meine Schuhe? Aber trotzdem, es war ein Spaß, okay? Also Sie müssen wirklich so das Gefühl haben, dass Sie das magen. Sonst ist es, habe ich schon mal gesagt, ist es umsonst. Aber in dem Fall reich bedeutet Geld verdienen. Ist es wichtiger zu handeln, damit man Geld verdient, was das Endziel im Prinzip wäre, oder ist es wichtiger handeln, um zu erzählen, dass Sie in Bitcoin long sind oder dass Sie in Gold investieren oder dass Sie die letzte Aktie von Tesla gekauft haben? Die Frage ist egal. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich will geil sein, okay, es ist mir egal. Aber wenn Sie Geld verdienen wollen, dann müssen Sie die richtigen Ansätze finden, die richtige Methode. Und es gibt Tipps in diesem Kanal, es gibt Tipps auf anderen Kanälen. Die richtigen Leute müssen Sie folgen, aber Sie müssen entscheiden, das zu suchen, was Geld bringt und nicht das zu suchen, was gut zu erzählen ist. Das war's, Leute. Haben Sie schon abonniert? Noch nicht? Das ist wirklich schlecht. Sie sind geil und schlau. Das war's. Ciao von André Unger. Ciao aus Italien.